Hallöchen, so, ich habe es ja im letzten Video angeschnitten, dass es einen triftigen und guten Grund hat, warum jetzt so wenig Videos kommen oder schon wieder so wenig Videos kommen. Ihr seht hier eine selbstgebaute Leiter und da oben eine Luke. Und zwar befinden wir uns jetzt hier in der neuen Wohnung von mir, meiner Frau und meinen Kindern. Und da oben in diesem schwarzen Loch, was ihr da seht, da gehen wir gleich hoch. Aber erstmal das Intro. So, jetzt sind wir im Corpus Delicti. Also jetzt sind wir hier auf dem Dachboden. Das ist die Luke von eben. Und zwar zeige ich euch das, weil der Laser, Mutti Kuti Laser, sehr guter Freund, wollte das unbedingt sehen. Hat gesagt, hey, das interessiert sicherlich auch noch ein paar andere Leute. Deswegen werde ich euch das jetzt zeigen und dann immer mal so zwischendurch. Das wird aber alles eine Weile dauern. Wir ziehen am 10.10. um. Bis dahin werde ich das definitiv nicht schaffen. Ihr seht jetzt hier schon so ein bisschen Dämmung und sowas. Das ist irgendwie vom Hausbesitzer, Vormieter, keine Ahnung, irgendwelcher Müll. Ja, auf jeden Fall. Ich hock mich mein. Ja, das Ganze hier ist 1,70 hoch, also stehen kann ich hier nicht, leider. Aber muss ich ja nicht. Es reicht ja, wenn ich hier bequem sitzen kann. Zwar haben wir hier den hinteren Bereich. Das Ganze ist so circa 10 Meter lang. Da hinten, ihr seht ja hier diesen Balken. Muss hier ein bisschen aufpassen mit dem Laufen. Hier ist ja noch kein Boden drin. Das hier seht ihr. Das hier hinten wird tatsächlich Schlafzimmer von mir und meiner Frau. Somit haben wir unten deutlich mehr Platz. Hier wird dann, das wird quasi der Eingang hier, diese Lücke. Und hier werde ich dann mit Gipskarton noch Regal einbauen. Ja. Hier kommt natürlich Fußboden rein, da werde ich wahrscheinlich USB-Platten nehmen, also so eine Verlegeplatten. Das reicht hier vollkommen aus. Schüttung brauche ich hier zum Glück nicht. Dachboden selbst. Dielen sind. Was heißt Dielen? Dachbalken und sowas sind alles noch top in Schuss. Hier ist nur eine Dampfsperre drauf, hier kommt also noch Dämmung drauf. Gipskartonplatten. Ich weiß noch nicht, in welche Richtung ich sie verlegen werde. Auf jeden Fall kommt da noch Lattung drauf. Wie gesagt, Fußboden brauche ich nicht weiter dämmen. Die Platten da hinten, die kommen wieder weg. Da hinten haben wir zwei kleine Fensterchens. Die muss ich dann noch schauen. Die werde ich dann noch ein bisschen verschönern. Aber das seht ihr dann alles. Und der komplette vordere Bereich hier. Ihr seht es, da geht es noch richtig weit hinter. Leider tote Ecke, weil es halt so niedrig ist, um da irgendwas zu bauen. Da kann ich leider nicht viel draus machen. Der wird ebenfalls, ihr seht ja hier oben diesen Balken, der wird ein Stück ein Stück hinter runter gemacht und dann ebenfalls wird da mit Gipskarton so eine Art Regal gebaut, bloß halt aus Gipskarton. Da wird auch nicht groß Abwasch gemacht, da kommen Gipskartonplatten dran, Dämmung dahinter natürlich. Dann wird das Ganze verspachtelt mit Rotband und geschliffen und dann einfach nur gestrichen. Das reicht mir vollkommen aus für hier oben. Dann haben wir hier Eingang. Es ist erstmal nur mit Leiter zu begehen. Da kommt jetzt die Tage eine Dachluke rein, Dachbodenluke. Sprich mit ausfahrbarer Treppe, dass man das auch dann wegmachen kann, weil da ist gleich die Eingangstreppe zur Wohnung selbst. Die Wände verputzen werde ich die nicht extra. Die Arbeit mache ich mir nicht. Da kommen einfach Lattung drauf und Gipskarton, Dämmung hinter und fertig ist die Laube. Die Kabel, die hier noch so runterhängen, das ist alles uralte Antennenkabel, die können alle weg. Ja, dann wird auf jeden Fall hier die komplette Ecke, wird dann mein Hobbybereich werden. Das sieht es auf der Kamera ziemlich klein aus, aber glaubt mir, das reicht durchaus. Das ist auf jeden Fall mehr als in der letzten Wohnung. Von daher, ja, hier haben wir noch ein kleines Problemchen, was aber ohne Probleme zu lösen ist.
Hier haben wir nämlich einen uralten Schornstein. Man merkt auch noch Zug. Der wird einfach noch eine Schicht abgetragen und der wird das Ganze mit VA-Blech verschlossen und ja, hat sich die Sache erledigt damit. Die Balken, die ihr jetzt hier noch seht, die haben, wie ich finde, eine schöne Struktur. Meine Frau findet das auch schön, weil das führt sich genau so, hier seht ihr es schlecht, hier seht ihr es, führt sich so in der Wohnung auch fort. Die werden nur angeschliffen und dann quasi nur nochmal mit Klarlack versiegelt und dann bleiben die so. So als Kontrast quasi zur weißen Wand. Ich denke mal, die Wand wird dann weiß oder grau, muss ich mal schauen, was ich dann nehme. Ja. Ihr merkt, ich bin ziemlich noch verschnupft, aber ich komme nicht zum Auskurieren irgendwie. Letzter Zeit so viel zu tun. Ich weiß meistens gar nicht, was ich zuerst machen soll. Aber was soll's? Dann haben wir hier hinten noch, was auch noch ein kleines Problem ist. Mal gucken, ob ihr das sehen könnt. Da hinten seht ihr ein Licht. Und zwar ist hier eine Ecke. Quasi hier ist jetzt eine Dachlinie und hier drüben geht dann die zweite. Hier ist also eine Dachecke. Und da hinten ist halt die Belüftung für den Dachboden. Das heißt, ich muss mir da auf jeden Fall irgendwas einfallen lassen. Ich werde dann wahrscheinlich eine Holzplatte nehmen oder irgendwas und da ganz viele kleine Löcher reinmachen, dass die Luft weiterhin zirkulieren kann. Da muss ich noch ein bisschen schauen. Vielleicht gibt es da auch, vielleicht passt da auch so eine Klappe rein. Es gibt ja so eine, solche Lüftungsklappen mit so einem, wie nennt man das denn? Ich komme gar nicht drauf. Ich komme gerade echt nicht drauf. Membran, genau, mit so einer Membran, die Luft so lang reinlässt, aber nicht so lang. Weil wegen Viehzeug und so ist halt ein Dachboden, ne? Wenn hier habe ich das Glück, ich habe hier nichts entdeckt, keine Kötel von irgendwelchen Nagetieren, keine Waschbären, kein Bienennest, kein nichts. Von daher alles prima soweit. Ja, hier der Dachbalken ist ein bisschen schräg. Hat sich das Dach wahrscheinlich ein bisschen gesenkt, aber der sieht mir aus, als wäre da nachträglich reingekommen. Der hier sollte kein weiteres Problem sein. Hier ist ein kleines Loch. Hier ist wahrscheinlich mal jemand durchgebrochen, deswegen liegen jetzt hier die Bretter. Das ist natürlich hier so ein Lehm-Stroh-Gemisch, was hier zwischen die Balken als Fütterung gemacht wurde. Das war halt früher so. Es bleibt auch so drin. Ich will ja nicht noch höher kommen. Das heißt, ich werde hier einfach diese Verlegeplatten draufschrauben. Ich werde 5 mm holen. Das sind ungefähr so dicke Bretter und das biegt sich nicht. Selbst bei mir mit meinen über 100 Kilo biegt sich da nichts. So, das würde ich sagen zur ersten, wie nenne ich denn, Dach-Hobby-Ausbau-Dingens, Kirchen-Tagebuch, irgend sowas. Keine Ahnung, wie ich das Ganze nennen soll. Wir haben eine tote Fliege. So. Ja, ich hoffe, dass du ging es einigermaßen vom Licht her und von der Handhabung her. Ich habe jetzt nur die GoPro in der Hand. Ich hoffe, das hat soweit funktioniert. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal und ciao. Kies RC Channel. Ich hoffe, das habe ich richtig ausgesprochen. Hallo, ich habe da noch eine Frage. Welche Empfänger sind mit der Absima CR3P noch nutzbar? Welche Akkus nutzt du für den Max? Danke im Voraus.